was machen. Heute zeige ich euch, wie man etwas in die Unreal Engine importiert. Dazu nehme ein echt simples Mesh. Da wir hier mit unserer schönen Plattform ein paar Probleme mit den UVs haben, werde ich das beides mit einem kleinen Tutorial für simple Shapes verbinden, wie man sie in dem Fall jetzt in Maya erstellen kann. Aus dem Grunde, ich nutze das Programm Maya und Max. Die funktionieren beide sehr ähnlich. Es gibt auch Blender, das könnt ihr nutzen, das ist sogar kostenlos. Damit kenne ich mich halt leider nicht aus, da müsst ihr euch ein bisschen reinfuchsen. Aber bei simplen Shapes sollte es vom Prinzip her alles gleich sein. Wir brauchen jetzt erstmal unseren Cube. Den ziehe ich mir hier rein, mache den über die platt. Guck mal auf das Scaling, ja. 6 Meter auf 6 Meter, ich glaube, das ist eine vernünftige Größe. Das müsste, glaube ich, auch so ungefähr die Größe sein, wie die Plattform, die wir haben. So, wie gesagt, ja, Form einfach erstellt. Jetzt wird es halt das Spannende, das UV-Layout. Das ist einmal der ausgeklappte Würfel, der ist hier einmal, ja, wie man es kennt, wenn man einen Würfel bastelt, faltet man den ja auch so. Den wollen wir jetzt vernünftig machen. Weil, wie man sieht, hier haben wir auch dieses Stretching, weil die Textur auch auf dem normalen Würfel drauf gemacht wird. Der ist hier nicht mehr quadratisch, aber der wird hier noch quadratisch angezeigt. Das ändern wir. Bei so simplen Sachen ist das in Maya ganz, ganz simpel. Ich sag, kann halt von Programm zu Programm ein bisschen abweichen, aber vom Prinzip hier muss das Gleiche hier sein. Automatisch. Dann habe ich meine Shapes getrennt. Dann den und den. Die mache ich auf Normal. Das ist dann halt einmal groß rundherum. Dann nehme ich mir die anderen. Und Unfold Along. Der hat jetzt hier die Größe ein bisschen lustig einsortiert. Dazu nehme ich mir einfach Transform. Get. Set. So haben die alle die gleiche Größe. Dann mal kurz hier Orientate. Sind ja schon gerade. Layout. Zack, passen rein. Wer mag, kann die auch übereinander stapeln. Hier Stack Similar. Wenn die übereinander liegen, ist das bei den simplen Shapes kein Problem. Ist überall das gleiche drauf. Da wir ja eine einfache Textur haben. Wenn man jetzt was baken will, funktioniert das so nicht immer. So. Am Ende sollte hier ungefähr so etwas da sein. Die beiden großen sind hier einmal rundherum, weil quadratisch, die passen da wunderschön ins Quadratische rein. Und die Seiten sind ja deutlich schmaler, die sind hier unten. Wie gesagt, euer sollte dann auch ungefähr so aussehen. Ob ihr die schmalen jetzt hier lustig verteilt oder so, ist euch überlassen. Ich finde es halt schöner, wenn die alle die gleiche Farbinformation kriegen. Die sehen dann alle gleich aus, deswegen habe ich die übereinander gestapelt. An für sich ist bei den Modellen gilt halt immer, es gibt immer viele Wege, die zu verschiedenen Zielen führen. Je nachdem, was man machen möchte, muss man andere Sachen bedenken. Aber normalerweise hat man die UV-Shells alle in diesem 0,1er-Bereich. Wie gesagt, gibt es halt Ausnahmen. Gerade bei der modularen Bauweise für Modelle geht man auch gerne mal darüber hinaus. Weil die Sache ist, wenn wir die Textur, die wir haben, die gilt immer für diesen Bereich. Die wird dann direkt wieder hier aneinander getackert. Wenn die seamless ist, kein Problem. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen würden, ich mache die größer, ja, nicht unbedingt nur die Höhe, ich mache die größer, grenzen die ja hier und hier wieder seamless an, also es fällt nicht auf. Wenn man eine Textur baked, die halt nur für dieses Modell ist, fällt das auf. Da muss man wirklich in diesem 0,1er-Bereich bleiben zum Baken. Und für modulare Bauweise bei seamlessen Texturen kann man auch darüber hinausgehen. Wollte ich nur jetzt mal kurz erwähnen, ist jetzt für uns weniger wichtig. Guckt einfach, dass ihr euer Stuff einfach hier in diesem 0,1er-Bereich liegen habt. Alles, was übereinander liegt, kriegt die gleiche Farbinformation. Und versucht auch darauf zu achten, dass alle die gleiche Größe von dem Checker hier haben. Seht ihr ja hier dieses Schachbrettmuster. Habt ihr ja kurz gesehen, wenn ich das hier vergrößere, ändert sich das Schachbrettmuster. Versucht das möglichst gleich zu kriegen. Bei Maya ist das einfach. Ihr könnt hier über die Texel Density gehen.
und sagen, okay, hier, ich gette die Größe und set alles auf die Größe. Bei anderen Programmen kann das mal ein bisschen anders da sein. Wie gesagt, aber den Checker seht ihr überall, den könnt ihr überall draufziehen. Guckt, dass das halbwegs gleich ist. Minimalabweichungen sind okay, ich falle noch am Ende nicht auf, aber größere fallen dann halt doch schon sehr auf. Hast du hier ein großes Pattern drauf und das ist dann halt komplett blurry und hier, wo du ein feines Pattern drauf hast, ist das dann halt sehr, sehr scharf. Denkst du, das funktioniert ja irgendwo nicht. Jetzt haben wir erst unser Modell. Was wir noch kurz machen müssen, ist einmal die Edges markieren. Sicherheitshalber gehen wir mit einem Hard Edges drüber. Wir haben ja hier nur harte Kanten, also kein Problem. Die müssen wir kurz zuordnen, sonst meckert Unreal. Der braucht diese Information, um zu sagen, ist das jetzt eine harte Kante? Muss ich hier einen harten Schatten setzen? Oder ist das eine weiche Kante? Kann ich einen smoothen Schatten setzen? Auch wichtig zu wissen für Meshes, den Pivot setzen. Jetzt nimmt nicht den Pivot, den ihr euch jetzt hier selbst bestimmt habt. Der geht immer hier an den Nullpunkt. Also müssen wir das jetzt vernünftig setzen, dass wir damit arbeiten können. Dann ist halt auch wieder Vorliebe, wer hat den wo. Ich habe den halt gern so ziemlich mittig irgendwo. Deswegen packe ich den jetzt erstmal hier unten und auf den Nullpunkt. Ja, nicht ganz. So. Da, wo jetzt der Pivot ist, ist jetzt auch in der Unreal Engine mein Pivot. Da hier ja der Nullpunkt ist. So, wir freezen hier die Informationen. Dann haben wir hier diese ganzen Dinger gelöscht. Unnötige Informationen brauchen wir nicht. Und History löschen. Auch nochmal mehr Informationen. Umso weniger Informationen in dem Ding hat, umso weniger kann beim Import falsch gehen. Dann gehen wir auf Export Selection. Ihr wählt euch selbst einen vernünftigen Pfad, wo ihr das wieder findet. Das dürft ihr euch überlassen. Da schreibe ich euch nichts vor. Ich hatte hier schon mal irgendwo Plattform. Da Plattform überspeichert das. Hier auch die Smoothing Groove. Die haben ja gerade gesetzt mit den Edges. Die müssen an. Smooth Match würde ich auch anlassen. Den Rest könnt ihr einfach alles so erstmal stehen lassen. Wichtig, exportiert das bitte als FBX. Man könnte es auch als OBJ exportieren, aber die FBX hat einfach nochmal mehr Informationen für euch. Also geht auf Nummer sicher, FBX. Auch später, wenn ihr Animationen und so weiter importieren wollt, müsst ihr FBX nehmen. Also bleibt einfach dabei. Ja, will ich übersetzen. So. Jetzt haben wir unsere FBX. Jetzt ziehen wir das in die Engine. Ich habe mir nochmal einen Ordner gemacht mit Assets. Und hier nehmen wir jetzt auch einfach Drag and Drop. Unsere Plattform, ziehen die da rein. Plöpp, und es geht direkt der Import auf. Wir gehen kurz mal schnell durch. Skeleton Mesh brauchen wir nicht, die brauchen wir bei Animation. Collision würde ich anfangs erstmal anlassen. Die können wir nötigenfalls, wenn es soweit ist, in der Engine problemlos bearbeiten. Was wir anmachen müssen, falls es nicht angegeben ist bei euch. Die Lightmaps, die haben wir nicht gesetzt. Die muss Unreal machen, sonst haben wir Probleme mit der Beleuchtung später. Und wenn ihr Meshes habt, die aus mehreren Teilen bestehen, auch kommt bei Meshes anmachen, dann habt ihr alle Einzelteile schon zusammen in einem Mesh. Das zeige ich euch aber gleich nochmal. LODs sind momentan auch interessant, haben wir keine gesetzt. Kann da alles die Unreal Engine machen. Dann Import. Wenn wir ein File reinmachen, könnt ihr Import. Wenn ihr mehrere Sachen auf einmal reinladet und wollt die gleichen Informationen nehmen. So, hier haben wir unsere Plattform. Die will ich jetzt mit dem Cube austauschen, aber dazu, damit wir uns nicht erschrecken, ich habe hier noch Skalierung an. Die übernimmt er. Oder ich zeige es euch einfach mal. Wie gesagt, wir haben hier noch eine Skalierung an. Wir wechseln einfach nur das Asset aus. Und der übernimmt halt einfach die Skalierung auch. Ja, Blödsinn. So, normales Asset. Wir haben ja die Größe extra eingestellt. So, die Seite hier, wie man sieht, funktioniert jetzt auch problemlos. Wir haben nicht mehr dieses Gequetsche, es ist alles eine Größe. Da können wir jetzt drauf machen, was wir wollen und es gibt keine Verzerrung mehr. So, und jetzt nochmal als Beispiel für ein Mesh, das aus mehreren Teilen besteht. Ich habe hier ganz viele Einzelteile. Auch hier. Export Selection. Packen wir das hier in meinen Ordner. Und dann ziehe ich mir das hier einfach in die Engine. Wenn ich das jetzt so importiere, Import, habe ich hier ganz viel Einzelgebamsel. Das will ich ja nicht unbedingt. Gibt Situationen, wo man das braucht, wenn man jetzt zum Beispiel einen Ventilator oder sowas machen möchte und das soll sich ja der Rotor drehen, aber nicht der Stiel. Macht das Sinn, die Dinge einzeln zu haben?
Aber hier nicht. Also Combine Meshes. Also hier auch Do Not Create Materials. Import. Dann haben wir kein Material. Und jetzt habe ich das alles als ein Ding. 1a. Wie gesagt, so kann man halt einfache und komplexe Sachen importieren, die ihr selbst gemacht habt. Oder auch die ihr woanders her habt. Ihr zieht einfach die FBX oder die OBG-Datei einfach rein und könnt die hier in der Szene platzieren. Ganz simpel.